Willkommen zur EOS C500 Mark II auf der IBC 2019. Wir haben hier eine neue, kompakte und leichte Cinema EOS Kamera, die einen 5,9K Sensor, Vollformatsensor hat und bis zu 50p oder 60p intern RAW aufzeichnen kann. Der Sensor ist der gleiche Sensor, der auch in der C700FF verbaut ist, mit der gleichen Color Science. Wir können intern aufzeichnen, 5,9K im Cinema RAW Lite bis zu 422 12-Bit oder 4K im XFAVC-Format, das ist ein H264, bis zu 422 10-Bit und parallel dazu auch noch 2K Proxys aufnehmen. In 5,9K oder in 4K können wir bis zu 60p aufzeichnen und dann haben wir noch die Möglichkeit, Full HD in 120p aufzunehmen. Ich kann in Vollformat damit aufzeichnen. Alternativ dazu gibt es den Super 35mm oder den Super 16mm Crop und damit bin ich für alle Kameraumgebungen bestens gerüstet. Im Lieferumfang ist ein 4,3 Zoll Touchdisplay mit einer Auflösung von 2,76 Millionen Bildpunkten. Alternativ dazu gibt es optional einen elektronischen Sucher, der eine Auflösung von 1,76 Millionen Bildpunkten hat. Durch den DIGIC DV7 Prozessor ist nicht nur die Kamera schneller geworden, sondern auch der Dual Pixel Autofokus. Und dadurch kann ich nicht nur viel weiter bis an den Rand fokussieren, die Kamera ist auch in der Lage, eine logarithmische Kurve hinter den Schärfenverlauf zu legen. Die Kamera hat intern 4-Kanal-Audio. Das sind an der Kamera selber zwei XLR-Anschlüsse und ein 3,5 mm Klinkenstecker in Stereo. Ich kann optional allerdings mit einer Extension Unit die Kamera so ausstatten, dass ich 4 XLR-Anschlüsse habe. Es gibt zwei Extension Unit, einmal eine kleine, mit der kann ich Genlock, Remote und habe noch einen Netzwerkanschluss. Und dann gibt es die große, die auch noch zwei XLR-Anschlüsse hat und vor allem hat die Möglichkeit, die V-Mount-Akkus zu verwenden. Ich kann an der Kamera das Mount wechseln. Ausgeliefert wird die Kamera mit dem EF-Mount. Dann gibt es optional noch das EF-Positive-Lock-Mount oder ein PL-Mount und das PL-Mount unterstützt das Cook-Eye Lens Protocol. Ich habe die Möglichkeit, sowohl SDR als auch HDR aufzuzeichnen. Bei HDR habe ich die Möglichkeit, entweder PQ oder HLG aufzunehmen und ich kann auch parallel HDR und SDR aufzeichnen und nicht nur das, ich kann die beiden Formate auch unterschiedlich belichten, sodass ich immer die möglichst ideale Belichtung für die jeweilige Szene habe. Die Kamera wird im Kit ausgeliefert mit einem CF Express Lesegerät und einer CF Express Karte mit 512 GB und wird einen Preis von 15.460 € plus Mehrwertsteuer haben und im Dezember verfügbar sein.